Vor dem Moos-Rotkäpp hier immer Angst haben, ne? Das wird jetzt besser. Der Wolf wird in Mecklenburg-Vorpommern ins Jagdrecht aufgenommen. Der Landtag verabschiedete am Mittwoch eine entsprechende Änderung des Landesjagdgesetzes. Die CDU-Fraktion in Mecklenburg-Vorpommern feiert dies mit einem skurrilen Video. Es zeigt, wie sich Rotkäppchen und der böse Wolf freudig in die Arme fallen. Jahrelang Kampf ist uns endlich gelungen, den Wolf ins Landesjagdgesetz zu bekommen. Eine Forderung, die CDU-Fraktion schon längst aufgemacht hatte. Insofern ist es für uns auch ein bisschen einfacher, jetzt mit Rotkäppchen wieder auf einer Bank zu sitzen. Vor dem muss Rotkäppchen immer Angst haben, ne? Das wird jetzt besser. Prost, Rotkäppchen. Prost, Wolf. Jetzt haben wir eine Situation erreicht, wo ich dich nicht mehr fressen kann. Das ist mir auch viel lieber, aber ich kann dich viel besser anlecken jetzt. Ja, so. Und ich muss jetzt nicht mehr so viel Angst haben, wenn ich meine Großmutter besuchen will im großen, dunklen Wald. Das ist toll. Darauf stoßen wir an. Prost. Bei den Usern in den sozialen Medien kam das Video nicht so gut an. Zitat: Hab mich lang nicht mehr so fremdgeschämt, schreibt einer. Ist das ein Fiebertraum? Fragt ein anderer. Todescringe, urteilt ein weiterer. Trotz der Aufnahme ins Landesjagdgesetz soll sich am Schutzstatus des Raubtiers nichts ändern, wie ein Sprecher von Agrarminister Till Backhaus sagte. Damit gilt für den europaweit streng geschützten Wolf weiterhin eine ganzjährige Schonzeit. Der Abschuss eines Wolfes müsse weiterhin im Einzelfall geprüft werden. Dabei gehe es immer nur um Wölfe in Gebieten, in denen es vermehrt zu Übergriffen auf geschützte Weidetiere gekommen sei, sagte der Sprecher.